Und damit herzlich willkommen zurück zu Grimdawn hier bei Explore RP. Schön, dass du eingeschaltet hast. Wir sind wieder in Homestead. Die Taschen sind leer. Mit dabei ist Onkel Dark. Und grüß dich. Drei Quests annehmen. Spähmeister Lysel. Wie ich höre, wirst du die Kultistenlager angreifen. Mutiger Schritt. Aber nach dem, was du mit der ätherischen Abscheulichkeit gemacht hast, bist du wohl zu allem fähig. Da du schon den Kopf für uns riskieren willst, frage ich mich, ob du der Legion einen kleinen Dienst erweisen könntest. Was braucht ihr? Auf Captain Summers Anweisung hin habe ich Spähtrupps in den Norden entsandt, um dort die Kultistentätigkeiten zu beobachten. Der Kult hat im Blood Cave eine starke Präsenz und er bringt mächtige Insektenscheusale in die Welt. Natürlich ist es eine gefährliche Aufgabe. Viele meiner Männer sind nicht zurückgekehrt. Fällt ein Soldat in der Schlacht und wir können die Leiche nicht bergen, sorgen wir dafür, dass wir zumindest seine Insignien zurückbringen, damit sie einen einfachen Abschied bekommen, bevor sie in die Hölle fahren. Oder was auch immer uns alle erwartet. Mein Speer verdient mehr, aber im Moment kann ich ihnen das nicht geben. Wir haben da draußen ohnehin schon zu viele Männer verloren. Ich kann keinen anderen mehr entbehren, um diese Insignien wieder zu beschaffen. Erweist du meinen Männern diese letzte Ehre? Ich werde dafür sorgen, dass es sich für dich lohnt. Na klar. Ich habe jetzt kurz vor der Folge mir ein Butterbrot auf X reingeschoben. Ich habe jetzt dieses Bedürfnis mal kräftig zu rülpsen. Sergeant Saris. Verzeihung, Bürger, aber könntest du mir vielleicht bei einer Sache helfen? Was braucht ihr? Homestead geht das Baumaterial zu Ende. Wir haben bereits das Scheunendach abgebaut, um die Mauern zu verstärken, aber mit dem Blech können wir nicht viel tun. Eines der Gebäude hier wäre ein perfekter Ort, damit unsere Männer ein wenig Schlaf bekommen, aber es ist völlig runtergekommen. Wir brauchen Holz und ich weiß, wo wir es bekommen. Das Problem ist, das nächste Sägewerk wird von der Insektenbrut belagert. Ich habe dem Captain bereits klargemacht, dass unsere Männer einen Ort brauchen, um sich ordentlich auszuruhen, aber sie denkt, dass es bei der Rückeroberung des Sägewerks zu viele Verluste geben würde. Du stehst nicht unter ihrem Kommando, du kannst tun, was du möchtest. Bitte geh in den Bloodgrove im Norden und sichere Gravers Mill. Nach deinen Heldentaten in der grauenhaften Ernte solltest du ein paar Insektenzwerge doch ein Kinderspiel sein. Ja, klar. Diese Begeisterung. Ja, klar. Ja, ja. Wenn es denn sein muss. So, Fußsoldat. Was? Der verteilt auch schon eine Quest hier. Ulgrim erwartet dich. Bitte such ihn sofort auf. Okay. Wo ist denn Ulgrim? Oben auf der Treppe. Oben Treppe hoch. Balkon. Treppe hoch, Balkon. Ah, da oben. Okay. Ja. Ja, dann gehen wir da hin. Ulgrim, genau die Person, die ich suche. Die anderen mögen mir vielleicht nicht zustimmen, aber es gibt da etwas, das du für mich tun musst. Was ist los? In der Region gibt es noch zwei andere Gruppen von Überlebenden, die wir kennen, aber Summer und Creed sehen sie nicht als strategisch wertvoll an. Ehrlich gesagt bin ich der anderer Meinung. Sie bestehen hauptsächlich aus Fanatikern, aber Fanatiker, die in die richtige Richtung zielen, können eine mächtige Kraft sein. Ich habe Stellvertreter vom Orden der Todeswache und von Kiumons Auserwählten gebeten, um auf uns aufzusuchen und mit uns zu sprechen. Offensichtlich herrscht ein wenig Feindseligkeit zwischen den beiden, aber vielleicht können wir das gegen sie wirksam einsetzen. Ich möchte, dass du unser Stellvertreter bist. Sprich mit den beiden. Erfahre so viel wie möglich und entscheide, welche der zwei Gruppen die überlegen strategisch wertvollste sein können. Müssen wir uns dann für eine Fraktion entscheiden, oder was? Ja. Leider kann ich mir keine einfache Zusammenarbeit der beiden vorstellen. Ich werde mit den Abgesandten sprechen. Okay. So, okay. Daruf, sei gegrüßt. Ich bin Haruf und ich repräsentiere den Orden der Todeswache. Wir wollen über eine Einigung diskutieren, auch wenn das bei solch fragwürdigem Besuch sein muss. Ich glaube, was könnt ihr mir über den Orden sagen? Wir sind suchende Bewahrer des Wissens, ausgebildet in der uralten Kunst der Nekromantie unseres Großmeisters Uruburuk. Wir fürchten den Tod nicht. Wir nehmen alles an, was er uns lehrt. Und durch ihn sehen wir mehr im Einklang mit der Welt mit uns. Ich glaube, ich habe meine... Was könnt ihr mir denn über Uruburuk sagen? Unser Meister ist ewig. Er war da, als das Akkovianische Kaiserreich jung war und er war da, als sie durch seinen Fluch besiegt wurden. Die Akkovianer, die durch den Grimdawn ähnlich zerrüttet waren, wie das Aerolianische Kaiserreich, verfolgten die Nekromantie und jene, die nach verbotenem Wissen suchten. Sie folterten unseren Meister und konnten es kaum erwarten, sein Geheimnis der Unsterblichkeit zu erfahren. Im Gegenzug verfluchte Uruburuk sie zu ewigem untoten Dasein. Seit Akkovias Fall gründete, ich kann den Namen jetzt nicht mehr aussprechen, den Orden der Todeswache, um sicherzustellen, dass die Ignoranten nie mehr das Streben nach Wissen und deren Geheimnisse des Lebens bedrohen. Jetzt, da die Menschheit kurz vor der Vernichtung steht, sind seine Lehren irrelevanter denn je. Wir werden das Gleichgewicht der Welt zurückbringen, so wie es unser Meister befohlen hat. Ich würde ja eigentlich schon direkt nehmen, weil ich bin ja Nekromant, also wäre es nicht naheliegend.
hast auch keine andere Wahl. Weil dadurch, dass du Nekromant bist, werden dir die anderen sagen, dass du halt Nekromant bist und dass du im Prinzip irgendwo Abschaum bist und dass die nichts mit dir zu tun haben. Der Vorteil liegt bei den Kymons Auserwählten daran, dass die sehr stark auf Blitzschaden gehen und auf Fernkampfwaffen. Und da du das nicht brauchst, machst du Nekromant. Okay, Daru. Okay. Großartig. Ich werde sofort alles Notwendige veranlassen. In der Zwischenzeit bitte ich dich, unser Heiligtum im Norden aufzusuchen. Wir haben da eine kleine Gruft beansprucht, die in den Bergen versteckt ist. Gleich westlich von Zorros Bestien. Um dorthin zu gelangen, musst du der nördlichen Straße durch die Brachfelder folgen. Hast du die alten Festungsruinen erreicht, bist du in der Nähe unserer Heimat. Such Meister Varuk auf, sobald du drin bist. Er möchte gerne mit unseren neuen Verbündeten sprechen. Ich werde euer und unser Heiligtum besuchen. Ach, das haben wir aber viel gequatscht. Hat sich jetzt hier noch was? Oh, der Seiteneingang ist auf. Wenn wir sonst noch was? Müssen wir oben mit dem Pipi nochmal reden? Nein, wir haben jetzt eigentlich alles ziemlich fertig, aber wir werden jetzt den versteckten Schatz. Den Schatz liegen. Ja, mein Portal. Ja, dein Portal ist viel schöner als mein Portal. Genau. Na? Oh, bleib doch. Wo will der jetzt hin? Es gab 5000 EP dafür. Ja, ja. Immerhin. Immerhin.
die Namen. Ich wollte gerade sagen, die Namen sind immer ziemlich. Eine Kiste aufgemacht. Habe ich nicht. Hast du nicht? Doch, hast du. Nein, habe ich nicht. Ach so, hier war ja noch was. Da ähnlich. Ah, komm mal. Ne, da ist nur ein Stein. Dann komm mal mit. Ich erinnere mich. Ja, ja. Oha. Oha. Waren aber zahlreich. Ich konnte es damals nicht glauben, aber wir sind hier in Kyberbastion. Ah, hier gibt es nicht das Bäume und Felsen, bestimmt nicht viel. Ich bin schon vorausgegangen und habe ein Lager aufgeschlagen. Während einer der paar Jungs fortgegangen ist und Bären und Feuerholz zu holen. Sie sollten mal zurückgehen. Ist nicht? Wir können ja zu einer zweiten Heimat machen, verdammt. Okay. Fällt mir gerade auf, ich muss mal hier was gucken. Nee, alles gut. Mein Inventar war ja gar nicht voll. Ich hab die dritte Tasche vergessen. Ich sehe schon wieder einen Kommentar. Tage. Von Ilara. Okay. Lass es kurz mal drin. Ihr könnt euch das durchlesen, wenn ihr möchtet. Das ist hier noch nix. Sonst ist hier noch nix, nein. Alles recht unspektakulär. Was von. Och. Geh mal da rein. Ich enttäusche dich. Doch. Geh ruhig rein. Das sind allerdings schon bei 14 Minuten. Na egal, guck mal. Das ist nicht schlimm, das kriegen wir hin. Das ist kein nicht so groß. Der Dungeon ist riesig. Riesig? Wahrscheinlich ein Raum nur. Köster. Ja, super. Kalista, bitte hilf mir, ich hab solche Angst. Wie wurdest du hier unten eingeschlossen? Ich habe draußen gespielt, obwohl meine Mama jetzt gesagt hat. Und ich sollte nicht und durfte nicht. Ich ging in diese Höhle, aber der Ausgang hinter mir stürzte ein. Bitte, ich will nur nach Hause zu meiner Mama und meinem Papa. Sie wohnen in einem Lager in der Nähe. Natürlich werde ich dir helfen. Ups. Hier geht's doch runter. Hier ist doch noch was. Nein, hier geht's nicht runter. Und du hast gerade was nicht Gutes gemacht. So. Habe ich was Böses nach... Ich? Hab ich einen Dämon nach Homestead geschickt?
oder ins Lager, wo auch immer hin. Dieses Spiel. Naja, die werden schon damit klarkommen, denke ich mal. Ja. Okay, werden sie nicht. Hätten wir da noch Fässer? Nein, kann man mehr rufen. Wir hätten viel mehr Ruf gekriegt. 9000 XP. Hätten wir, hättest du das Mädchen vorher entlarvt, dann hättest du in der Höhle gegen den gekämpft, dann wäre das Lager gestorben. 1000 extra Ruf gekriegt oder so. Okay. Du sollst nicht immer alles durchklicken. Was denn? Du musst dich auch mal selber fragen, wieso ist das Kind da noch drin? Warum hat dem Kind noch keiner geholfen? Warum? Weil das ist weg. Das war ja eingeschlossen, so ein kleines armes. Ja. Ja, und die Eltern wissen, das Kind nicht hier ist. Achso. Hier nicht noch was? Nee, hier. Nee. Nee, wir gehen hier lang. Decken jetzt noch den Rest auf, wie du schon sagtest. 16. Wenn ist so eine fette Truhe. Hier sind ganz viele Tierchen, die dich mögen. Alle für dich. Ich sammle sie. Wichtig waren jetzt im Prinzip die nördlichen Gebiete abzudecken, wo halt die Hauptquest und sowas war. Den Rest jetzt hier ablaufen, das geht ja relativ zügig. So, damit war's das hier. Lass mal hoch in den Norden. Hier links ist aber noch fertig. Ja, geh ruhig runter. Wir müssen noch kurz zum Portal zurück. Da hinten ist nämlich noch ein relativ größerer Bereich, der schattig ist. Da war auch noch eine Truhe. Ja. Bei Explorer braucht kein Loot. Wir brauchen kein Loot. Krieg ja nix. Fühlte alle 20 Folgen kriege ich mal ein Item, worüber ich mich freue. Ja, das ist leider Standard bei Grim Dawn. Bist du weitergelaufen? Ja. Ja, ja. So. Walters Notiz. Jawohl. So. Ich sehe Rauch aus dem Everton-Bahnhof aufsteigen. Ah, fest abgeschlossen. Ich stand auf, dass wir den Bauern und verlassen nach Homestead gehen, aber ich will verdammt sein. Mhm. Nach Homestead können hier Getreide. Mhm. Okay. Wo ist hier die Truhe? Hier.
Where are you? Hier bin ich. Ja. Ernsthaft. Ja. Ja, genau. Oh, einiges Neues. So, na, wann kann der epische Regulane-Kram droppen? Wird's interessant, Freunde, dann wird's interessant. So, das ist der letzte Rest. Das wird's gewesen. Ja, das war's. Oder? Nee, noch nicht ganz. Wie viele Minuten haben wir noch? Wir sind eine Minute drüber. Ja, komm, eine Minute können wir noch. Das glaube ich aber auch nur aufdecken. Oder noch eine. Ah, ein Tagebuch. Oh, das ist wichtig. Okay, richtig. So, ein Auszug aus dem Tagebuch. Wenn er schläft, kann ich einen Schwarzmoment weiter aus Sturm da werden. Das ist hier so ein Liebesroman. Oh mein Gott. Ich scroll mal langsam damit, wenn ihr es lesen möchtet. Das ist eine Menge zum Vorlesen. Wenn man den wollte. War ja sonst nichts drin? Nein. Das war Homestead. Ja, dann würde ich sagen, machen wir hier einen Cut, sehen uns in der nächsten Folge wieder. Danke fürs Zuschauen und wünschen dir draußen noch einen schönen Tag, schönen Abend, je nachdem, wann du die Folge siehst, und sagen tschüss, bis demnächst. Bye bye und ciao, ciao. Tschüss.